Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute wollte ich euch mal ein Gerät vorstellen, wo ihr prima mit kleinen Schwimmbecken, Schlauchboote oder Luftmatratzen mit aufpumpen könnt. Und wo es das zu kaufen gibt, das zeige ich euch jetzt erstmal. Und zwar handelt es sich um die elektrische Luftpumpe QuickFill von Intex. Diese kostet jetzt 19,90 Euro und wird versandkostenfrei geliefert ab einer Bestellung von 20 Euro. Aufgrund der vielen guten Kundenbewertungen wollte ich mir erst das Produkt von InFactory kaufen. Pearl hatte dann auf YouTube ein Video gezeigt, wie man die Pumpe bedient, und das war mir viel zu umständlich, weil diese keinen Verlängerungsschlauch bzw. einen Griff besitzt. Das Ganze seht ihr dann aber nachher nochmal im Video, was ich genau damit meine. Den Link zum Produkt poste ich wie immer im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Sollte der Link mal nicht funktionieren, könnt ihr das gerne in Kommentaren posten. Und so schaut die Verpackung aus. Und da wollen wir das gute Stück mal auspacken. Das war alles in der Verpackung gewesen. Wir haben einmal eine Bedienungsanleitung. Adapterstücke. Das hier ist der Schlauch. Dort befinden sich auch nochmal zwei Adapterstücke. Und hier die Pumpe dann selber. Die Bedienungsanleitung ist mehrsprachig. Und hier bekommt man jetzt mal die verschiedenen Anschlüsse erklärt. Und auf der zweiten Seite dann halt, wie man was anschließen tut. Mit dem Gerät könnt ihr ja aufblasen. Das heißt, da kommt die Luft hier raus, oder ihr könnt Luft absaugen. Das wäre dann hier an der Seite. Dann könnt ihr euch entscheiden, wollt ihr nur die Düse benutzen oder den Schlauch. Schlauch eignet sich natürlich bei Schlauchbooten besser. Ihr habt hier zwei kleine Pinippelchen und diese kommen dann einmal hier und einmal da rein. Mal schauen, so ungefähr. Und dann werden die einfach so rüber gedreht. Und das könnt ihr dann auch nicht mehr abmachen. Einfach dann wieder gegen den Uhrzeiger und dann könnt ihr das wieder abziehen. Genau dasselbe dann hier vorne. Ich mache das mal mit der Düse. Gucken, wo die Pinnippel sind. Ungefähr so. So, draufsetzen, drehen und schon ist das Ganze fest. Und zum Abnehmen einfach wieder in die gegengesetzte Richtung. Und das war es auch schon gewesen. Und dann kommen dann vorne einfach die verschiedenen Aufsätze drauf, die man benötigt zum Aufpumpen. Das Schöne an der Pumpe ist, dass sie noch einen Tragegriff hat. Das heißt, man muss sie nicht irgendwo hinstellen und dann aufpumpen, sondern kann die auch in der Hand halten. Jetzt zeige ich mal die Lautstärke. Ja, die ist schon ein bisschen lauter, dafür hat die dann aber auch Dampf. Ja, hier haben wir jetzt mal ein knallgelb-blaues Gummiboot, das die Pumpe mittels des Verlängerungsschlauches einfach in das Boot reingesteckt, das passende Ventil ausgesucht. Und jetzt stoppt man mal, wie lange die braucht zum Aufpumpen. Ja, das waren jetzt gut 2 Minuten gewesen. Man sollte den Stopfen, kurz bevor man dann den Schlauch rauszieht, ein bisschen befeuchten, dann kann man den besser reinstecken. Das war jetzt die erste Luftkammer und jetzt kommt noch die zweite. Bei der zweiten habe ich den Schlauch jetzt direkt ohne Adapter reingesteckt. Kann sein, dass ich den Hämmer so ein bisschen festhalten muss. Ja, dann sag ich mal, go! Ja gut, eine Minute später ist auch die zweite Kammer aufgepumpt. Ihr habt eben gesehen, als ich eingeschaltet habe, ist der Schlauch mir gerade weggeflogen. Deswegen am besten gerade festhalten oder dann mit dem Fuß auf den Schlauch stellen, damit der dann nicht rausgeht. Jetzt haben wir nur noch die Kammern da drinnen. Bis jetzt haben wir 3 Minuten gebraucht. So, Endspurt, noch die beiden Kammern jetzt. Ja gut, 30 Sekunden später ist das Boot dann komplett aufgepumpt. Man kann sagen, in locker 4 Minuten kann man so ein Boot dann aufpumpen. Lässt man sich ein bisschen Zeit, sind es halt 5 Minuten. Aber mit der Pumpe geht das absolut prima. Ja, jetzt lassen wir noch gerade die Luft raus. Vorne abschrauben, an die Seite dran machen. Hier muss ich komplett aufschrauben.
weil da so ein Ventil drin ist, dass man keine Luft raussaugen kann. So, hier geht sie eigentlich schon von alleine raus. Deswegen gehe ich jetzt mal gerade hier an die Seite. Und einschalten. Ja, sind wir schon fertig. Hat prima funktioniert. Das war jetzt vielleicht mal Minute, maximal anderthalb. Und jetzt habt ihr das Bötchen mittels der Pumpe einmal komplett aufgepumpt in kürzester Zeit und dann noch schneller die Luft wieder rausgelassen. Ja, und hier pumpen wir jetzt mal ein kleines Schwimmbecken auf. Ja, jetzt sind wir fertig. Hat jetzt circa 6-7 Minuten komplett gedauert aufzupumpen. Ging prima halt mit der Pumpe. Und wer sowas sucht, kann ich nur empfehlen. Preislich liegt die echten Rahmen. Man hat halt diesen langen Schlauch. Vom Vorteil halt, bei anderen Pumpen muss man halt immer direkt hier dran halten. Und hätte dann so die ganze Zeit ja, die Hand gehabt, oder beziehungsweise die haben ja keine Griffe. Man hätte das dann so halten müssen. Kleiner Nachteil, hat keinen Anschluss für ein Auto. Aber das Gerät hat selber nur 200 Watt, also man könnte das sogar an einen Stromgenerator noch anschließen, wenn man irgendwo am See am Campen ist. Wer Interesse daran hat, den Link dazu pause ich im Textfeld unter dem Video. Das war wieder der Testmischer von YouTube. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr kein weiteres Video.